Servus und willkommen zurück bei Wir sind Neo. Im heutigen Video will ich dir zeigen, was ich mir hier in Costa Rica in den letzten 3 Jahren alles aufgebaut habe. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Stefan, ich bin 34 und vor 6 Jahren aus Deutschland ausgewandert und lebe jetzt seit 5 Jahren hier in Costa Rica. Und vor 3 Jahren habe ich mir hier dieses Grundstück hinter mir gekauft und habe mir hier so ein kleines Urlaubsresort aufgebaut. Und das will ich euch im heutigen Video zeigen. Und ja, wir fangen gleich mal hier an. Hier sind die Parkplatzmöglichkeiten für die Gäste. Da steht auch mein Auto. Und dann geht es hier direkt rein durch die 2 Kokospalmen. Die habe ich schon mal eingepflanzt. Die brauchen aber noch ein paar Jahre. Und dann hier mein Eingangstor. Das habe ich gerade frisch lackiert und auch komplett selbst designt und selbst gebaut. Das kann man komplett aufschieben, um durchzufahren. Aber ich habe auch hier eine Tür eingebaut für die Gäste, dass man einfach durchlaufen kann. Also hinter mir könnt ihr die ersten 2 Gästehäuser sehen, die ich alle selbst entworfen und zum Teil auch gebaut habe. Also wie man sieht, das ganze Dach habe ich selber gebaut und eigentlich alles, was aus Holz ist, habe ich selber angefertigt und eben auch alles selber designt. Und dann geht es eben hier lang. Die ganze Straße haben wir auch angelegt. Hier sieht man eben ein paar schöne Pflanzenbeete, die auch alle mit einem Bewässerungssystem bewässert werden. Und ich habe auch ein Abwassersystem eingebaut mit so Betonrohren. In der Regenzeit ist das hier sehr wichtig. Und jetzt gehen wir hier weiter zum 2. Gästehaus. Das werde ich euch jetzt auch gleich mal von innen zeigen. Und zwar hier ist erstmal so ein Chillout-Bereich mit einer Hängematte und noch einen kleinen Tisch mit 2 Stühlen. Den Tisch habe ich auch selber gebaut und sogar selbst geschweißt. Und ja, hier geht es jetzt rein in das 1. Gästezimmer. Also das ist jetzt eins von den beiden Gästezimmern. Das hier hat ein schön großes King-Size-Bett. Und dann hier drüben gibt es noch einen großen Schreibtisch mit einem richtig gemütlichen Schreibtischstuhl, falls man auch mal ein bisschen was arbeiten will. Ich habe hier auch sehr gutes Internet, 100 Mbit Glasfaserleitung. Dann noch einen kleinen Kühlschrank mit Eisfach, das braucht man hier bei der Hitze. Und dann hier die Fenster will ich auch noch zeigen, die habe ich nämlich alle komplett selber gebaut. Ja, das sind 16 Stück. Hat mich 3 Monate gedauert, macht man hier mit so einem Riegel auf und dann hat man eben einen schönen Ausblick nach draußen in die Natur. Und hier habe ich dann jeweils noch 2 kleine Nachttische gebaut, auch Eigenanfertigung mit dem Holz. Und hier ist eben noch so ein Lichtschalter und auch hier noch so USB-Steckdosen, weil eben man hier in Costa Rica andere Steckdosen hat wie in Deutschland und manche Leute eben ihren Adapter nicht dabei haben, kann man hier schön sein Handy aufladen. Dann ein weiteres Detail sind diese Schiebetüren, die ich hier noch eingebaut habe, um quasi das Schlafzimmer vom Badezimmer zu trennen, wenn man jetzt zu zweit ist, damit man ein bisschen Privatsphäre hat. Aber es hat den Vorteil, dass man hier einfach schön frei durchgehen kann, ohne dass eine Tür im Weg ist. Und hier ist dann das Badezimmer mit einem schönen großen Waschbecken. Warmes Wasser habe ich hier auch. Und hier das ganze Holz habe ich alles selber angefertigt. Da noch eine schöne Toilette. Hier geht es dann weiter in so einen begehbaren Kleiderschrank, was super praktisch ist, was man auch in vielen anderen Hotelzimmern nicht hat, wo man schön seine Klamotten aufhängen kann, wo die schön auch auslüften können, also alles schön offen. Und da unten kriegt man auch locker 2 Koffer rein und kann hier noch so ein bisschen Wäsche ablegen. Und auf der anderen Seite ist dann die Dusche, auch ganz einfach begehbar, schön offen, ohne eine Tür im Weg zu haben. Und hier hat es dann eine schön große Regendusche. Aber auch noch eine Handdusche, um zum Beispiel den Sand von seinen Füßen abzuwaschen, was hier echt sehr nützlich ist. Und hier hat man noch so eine Haltestange, wo man auch zum Beispiel eine nasse Badehose aufhängen kann und so. Und noch einen schönen Blick nach draußen in die Natur. Und hier noch, wo man seine Duschzeug abstellen kann. Also im Prinzip ist alles sehr minimalistisch und mit einfachen Baumaterialien gebaut. Aber trotzdem hat man hier eigentlich alles, was man braucht. Und ich war ja auf meiner Reise schon echt in sehr vielen anderen Hotels und Gästezimmern und habe mir eben immer überlegt, wie würde für mich das perfekte Gästezimmer aussehen. Und so habe ich es eigentlich auch gebaut. Man fühlt sich ja auch nicht so eingeengt, weil man hier eine sehr hohe Deckenhöhe hat, was gleichzeitig auch noch ein wichtiges Designelement an dem ganzen Haus ist. Und zwar, das sind da oben diese offenen Fenster mit einem Fliegengitter. Dadurch kann eben die Luft hier sehr gut zirkulieren und die heiße Luft nach oben entweichen. Und
Außerdem, der andere Vorteil davon ist natürlich auch, dass tagsüber im schönen Tageslicht hier reinkommt. Das heißt, man braucht kein künstliches Licht und vor allem, man braucht auch keine Klimaanlage. Dadurch, dass eben die Luft hier schön durchziehen kann und da reicht eigentlich so ein Deckenventilator komplett aus. Man hat hier auch eine Fernbedienung, wo man das ein- und ausschalten kann. Und vor allem nachts ist es hier auch sehr angenehm mit der frischen Luft. Es ist eigentlich fast so, als würde man draußen schlafen. Und man hört natürlich auch schön die Naturgeräusche, was ich sehr schön finde zum Einschlafen. Also das waren jetzt die beiden Gästehäuser. Und hier drüben wohne quasi ich zusammen mit meiner Freundin. Das war das erste Haus, das ich gebaut habe. Also der Prototyp für die Gästehäuser, aber im Prinzip eigentlich relativ ähnlich. Das habe ich auch schon mal in einem alten Video gezeigt. Und das Einzige, was jetzt hier neu ist, ist hier noch so eine kleine Sofaecke, die echt gemütlich ist. Hier kann man schön sitzen mit der Sicht auf den Baum. Und hier ist auch noch mein neuer Hund, die Bonnie. Auch ein richtiger Chillerhund, der hier immer mit uns abchillt. Der andere Hund ist jetzt gerade weg, aber den zeige ich euch auch noch. Ich habe nämlich zwei Hunde. So, jetzt zeige ich euch noch den Weg zu meiner Küche. Da läuft man hier quasi die Straße weiter runter. Und dann hinter mir seht ihr jetzt diesen riesen Baum namens Guanacaste. Der ist hier einzigartig in dieser Region in Costa Rica. Und hier kommen manchmal auch die Affen und spielen da herum in den Bäumen. Und aus dem Grund habe ich mein Resort auch Monkey Tree Bungalows genannt. Also wie ihr sehen könnt, gibt es hier echt viele Tiere in Costa Rica und hier auf meinem Grundstück hat man eigentlich immer was zu sehen. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, wo ich das Grundstück gekauft habe, war hier einfach nur Natur und ein paar Büsche. Und es hat echt lange gedauert, bis es jetzt so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und hinter mir seht ihr jetzt meine Außenküche. Das will ich euch jetzt ein bisschen genauer zeigen. Für die Leute, die meinen Channel ganz am Anfang verfolgt haben, die kennen vielleicht noch hier diesen Container. Das war mein allererstes Projekt, da wollte ich ursprünglich auch mal drin wohnen. Und da habe ich jetzt eben noch eine Außenküche dran gebaut, in der ich auch jeden Tag koche. Und hier draußen verbringe ich auch eigentlich die meiste Zeit. Und hier ist quasi noch wie so eine kleine Frühstücksbar, wo ich immer mein Essen esse. Und da hat man auch einen schönen Ausblick auf mein Grundstück. Und hier ist dann meine Küchenzeile mit einem Gasherd, einem großen Waschbecken. Und hier habe ich jetzt noch so ein Gewürzregal hingebaut, was echt praktisch ist. Und die, wo meine alten Videos kennen, kennen das ja wahrscheinlich eher alles schon. Und hier noch mein Kühlschrank, eine Waschmaschine mit so einer kleinen Waschecke und auch noch einen Esstisch, den ich aber fast nie benutze, weil ich eigentlich immer an meiner Bar sitze. Und hier gibt es noch eine schöne Hängematte, wo man relaxen kann, auch mit einem schönen Blick auf mein Grundstück. Und jetzt will ich euch noch hier meinen Werkstattbereich zeigen. Also hier ist meine selbstgebaute Werkbank. Die habe ich mittlerweile auch schön austariert, dass sie endlich mal im Wasser liegt, nicht so wie früher in meinen alten Videos. Und ja, hier habe ich eigentlich alles gebaut, was ihr gerade gesehen habt. Also alles, was mit Holz zu tun hat, habe ich selber gebaut. Und ja, hier ist jetzt noch mein Container. Da wollte ich früher drin wohnen. Ist dann zum Glück doch nichts geworden. Mittlerweile ist es einfach nur noch ein Geräteschuppen, was aber echt praktisch ist, weil man braucht einfach den Platz für die ganzen Baumaterialien und auch jetzt mittlerweile für Klamotten und Küchensachen. Also, wie ihr sehen könnt, geht hier schon langsam die Sonne unter. Und das Beste von meinem Grundstück habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar wohne ich hier nur 700 Meter von einem wunderschönen Strand entfernt, namens Playa Junquial. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, wie man sieht, ist Playa Junquial echt ein traumhafter Strand. Hier kann man eigentlich jeden Abend die Sonnenuntergänge genießen. Und hier hat es auch manchmal
so kleine Schildkrötenbabys, die hier entlassen werden ins Meer. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Also, Playa Junquillal ist echt ein wunderschöner Naturstrand und auch nicht so zugebaut wie viele andere Strände hier in Costa Rica. Und vor allem ist hier meistens auch relativ wenig los, dafür, dass der Strand über 2 Kilometer lang ist. Und es gibt ja noch ein paar andere Traumstrände ganz in meiner Nähe, die auch sehr schön sind. Zum Beispiel Playa Blanca oder Playa Honda. Und falls ihr jetzt auch Lust auf Urlaub bekommen haben solltet oder mich hier einfach mal besuchen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, meine beiden Gästehäuser zu buchen über Airbnb. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zwar habe ich für jeden Bungalow ein eigenes Inserat erstellt. Einmal das Zimmer mit 2 Einzelbetten, welche sich aber auch zusammenschieben lassen zu einem großen Bett. Und der zweite Bungalow ist dann eher für Pärchen geeignet, mit einem großen King-Size-Bett. Aber ansonsten sind die Zimmer eigentlich relativ identisch. Die ganzen Fotos dazu habe ich ebenfalls selber geschossen und auch bearbeitet. Das ist ja quasi mein Job hier in Costa Rica. Ich arbeite ja als Real Estate Fotograf. Und ja, ihr könnt euch ja einfach mal durchklicken, um einen besseren Eindruck von meinem Grundstück zu bekommen. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben, die beiden Seiten anzulegen. Die beiden Zimmer sind dann ab Anfang Juni buchbar, da ich vorher noch mein eigenes Haus renovieren will und noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten muss. Ihr könnt mich aber auch einfach direkt kontaktieren unter dieser E-Mail hier, monkeytreebungalows@gmail.com, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder einfach direkt buchen wollt. Dann kann ich euch eventuell auch einen besseren Preis anbieten, da wir uns ja die Gebühren für Airbnb sparen. Und ja, ich nehme auch Bitcoin Lightning oder viele andere Kryptowährungen, falls das für euch wichtig sein sollte. Das war's jetzt erstmal mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben oder auch gerne einen Kommentar da, um meinen Kanal mal wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Und falls es euch interessiert, wie ich die beiden Gästehäuser von Grund auf gebaut habe und was sonst noch alles hier in den letzten 2 Jahren passiert ist, dann solltet ihr jetzt unbedingt den Kanal abonnieren, ist auch komplett kostenlos. Denn ich werde in Zukunft wieder jede Woche ein neues Video veröffentlichen. Und zwar immer samstags um 8 Uhr morgens deutscher Zeit. Und für die Leute, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind oder es schon wieder vergessen haben, könnt ihr euch hier nochmal das erste Video vom Bau meiner Gästehäuser anschauen, wo wir das Fundament vorbereitet haben. Und hier geht es dann nächste Woche direkt weiter mit dem Mauerbau des ersten Gästehauses und dem Verlegen der Stromleitung. Also bleibt dran und bis bald. Pura vida.